Hi Leute, willkommen zurück zu Federation Total mit Gondor. So, wir kümmern uns heute mal darum, dass es hier mal noch weiter und noch besser bergauf geht irgendwie. Und sind da fleißig am Überlegen, was wir denn so großartig tun könnten. Ich wäre mal wieder stark dafür, dass wir nochmal einen neueren Angriff auf Minas Morgul probieren. Und ich glaube sogar, dass wir da momentan ziemlich Glück haben könnten mit einem Angriff. Denn wenn wir diese Armee jetzt hier angreifen, könnte es gut sein, dass die in der Stadt auch mitkommen. Also wenn die mit uns gegen uns kämpfen, und dann könnte es sein, wenn wir die zwei Einheiten töten, dass dann die Stadt leer ist. Und das wäre doch eine richtig tolle Sache, oder nicht? Okay, sie kommen mit rein. Das hört sich doch gut an. Dann würde ich sagen, greifen wir an. Und mit dieser Stadt fällt dann auch gleichzeitig eine sehr, sehr gute Rekrutierungsposition für Mordor fällt da auch weg. Minas Morgul und Dol Guldur sind so die zwei besten Städte von denen. Und von dem her wäre das doch auch gar nicht mal so schlecht, ja? Ich denke, wir könnten auch ganz gut Minas Morgul verteidigen, weil die Mauer ist doch ziemlich heftig da und wir haben viele Bogenschützen dabei und so weiter. Also das könnten wir doch ganz gut hinkriegen. Oh, Minas Morgul Guardians hier. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir das Ganze mal geschwind ein bisschen beschleunigen. Okay, es sieht so aus, als würden sie uns nicht angreifen wollen. Gut, dann beschleunigen wir den ganzen Angriff hier mal ein bisschen. Aber wir müssen eigentlich nur kurz in Schussreichweite kommen und dann klappt es eigentlich. Die jetzt echt da oben in unten wegziehen zu müssen, oder? Da wird unsere Kavallerie natürlich schön unbrauchbar. Außer wir müssen natürlich irgendwo bis hier hochlaufen, dann nicht. So. Ja, ich produziere momentan immer so ein bisschen vor, also momentan irgendwie zwei Parts pro Tag oder sowas versuche ich heute auch wieder, habe ich gestern auch so gemacht. Ja, gestern war 5-6 dran, glaube ich, heute ist dann 7-8 vielleicht so dran. Wie kann ich jetzt meine Truppen hier vorschicken? Da. Okay, jetzt sollten wir vielleicht mal runter. Oben an so einem komischen Berg zu kämpfen, ist ja auch alles andere als cool, ja. Oh, ist halt weg mit unserer Kavallerie. Beziehungsweise reiten wir mal da so rum. Ja, okay, jetzt wird es ein bisschen bremslich.
Nein, 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 nein. Ja, wir sind jetzt das erste Mal in wirklich Mordor-Gebiet, in wirkliches Mordor-Gebiet vorgedrungen. Aber diese Ork-Bande hier wird ziemlich dezimiert, wie es aussieht. Treffen wir hier mal diese Ork-Riders an. Sollte nicht das Problem darstellen für unsere Kaff. Müssen aber dann wegen dieser Ork-Band da hinten aufpassen. Oh, das war jetzt fast ein bisschen spät hingestellt, ordentlich. Okay, das Problem hier oben wurde erledigt soweit. Aber wir müssen halt echt gucken, dass wir keine Einheit überleben. Jetzt möchte ich hier den Bogenschützen hier hinschicken, um da reinzufeuern, die Infanterie von uns. The enemy general flees like the coward he is. Press on, break the spirit of his. So, hier unten können wir mal diese Ork Riders angreifen, das sind ja noch viele Wetten, die kommen gleich wieder zurück, deswegen müssen wir uns da schön ein bisschen beeilen. Ja, da sind sie wieder da. Werfen wir erstmal die Speerträger an. The enemy general. Guard him well and make it so he can see us defeat the rest of his army. Na komm, noch drei werdet ihr doch noch packen hier, oder? Only half the enemy force remains. Naja, dann greifen wir euch mal hier unten. Ah, die Ork beide kämpfen hier noch, wie es aussieht. Okay, nächster General getötet. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder auf dem Kampagnenbildschirm und hoffen, dass ich alles erledigt habe. Bis gleich. So Leute, ich habe leider nicht alles erwischt, was ein bisschen meiner dummen Kavallerie zu Schulde kam. Aber wir exekutieren hier auch erstmal alles. Wir haben die eine Armee da draußen vernichtet, das kommt nur drauf an. Nein, die haben eine Einheit hier hat gefehlt, das war mir fast klar. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber wir belagern wieder. Schicken hier mal doch die Einheit Kavallerie rüber. Und rekrutieren hier mal nochmal zwei Einheiten. Sobald können wir hier dann die Firion Ranger rekrutieren, das ist auch gut. Da hinten haben wir Anulon ja jetzt mittlerweile auch, da brauchst du noch eine Runde. Ich denke, die können wir noch abwarten kurz. Ja.
Gibt es hier irgendwelche Einheiten, die man vielleicht. Ah, können wir gerade sowieso nichts zurückschicken. Lassen wir es auch gerade. Ach ja, ich muss vielleicht noch sagen, dass einige von euch mir fleißig Kommentare schreiben, aber wegen euren Google-Dings-Einstellungen da, kann ich euch leider nicht antworten. Okay, das wäre schön, wenn ihr das ändern würdet. Dann könnte ich euch nämlich auch mal antworten. Das wäre perfekt. Ja, irgendjemand von euch, ich weiß gerade nicht mehr wer, hat vorgeschlagen, ich könnte doch mal ein bisschen nach Süden marschieren und in Harad angreifen. Und vielleicht die eine oder andere Rebellenprovinz erobern. An sich eine gute Idee, aber wenn ich jetzt erstmal nochmal eine Flanke aufmache, dann brauchen wir nochmal wieder mehr Truppen. Aber es ist doch trotzdem eine Sache, über die wir uns mal Gedanken machen können, sobald dann hier mal der Westen gefallen ist, mehr oder weniger. Aber jetzt haben wir hier erstmal noch eine Schlacht gegen die Rebellen. Schade eigentlich. Ich habe gedacht, wir könnten das auch ohne Schlacht schlagen, vielleicht machen hier. Gut, aber wie gesagt, es wäre auf jeden Fall trotzdem mal eine Möglichkeit, die man verfolgen könnte. So, oh, die haben sogar hier eine nette Mauer. Ups. Spearmilitia, Spearmilitia, Swordmilitia. Keine Fernkämpfer, gut. If we continue like this, we will smash the enemy. We've captured the enemy's general. Das war der feindliche General. Und Schlacht beendet, 9 Verluste. Das hat sich jetzt gelohnt. Ja, gut, okay. Aber immerhin, wir haben wieder eine neue Stadt und kriegen sogar noch 60. Oh, richtig viel, gell? So, mal gucken, was können wir denn jetzt hier hinten in Tarak oder Trondost so bauen? Ah, die können wir verbessern, das ist gut. Ach, aber auch nur wegen diesem. Nee. Nee, können wir tatsächlich verbessern, das ist okay. Würde ich sagen, können wir hier mal so eine Einheit zur Verteidigung bauen und können hier mal Farm und Straßen bauen. Ist auch okay. Jetzt bin ich halt am Überlegen, hier oben gibt es meines Wissens noch eine Stadt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, weil ich einfach keine Ahnung habe, wo die liegt so wirklich. Da, aber da kommt Rohan schon. Ja gut, dann lassen wir das Rohan. Haben die ja nicht Isengard erobert? Ne, haben sie nicht. Okay. Gut, dann ist der Westen unser. Weit, das ist okay. Habe ich kein Problem, wenn wir das jetzt so lassen. Hier, und uns dann jetzt mit den Truppen hier rüber bewegen. Das wird eine Weile brauchen. Irgendwie nach Fanuilond oder so. Und dann könnten wir uns echt überlegen, ob wir hier vielleicht noch die eine oder andere Stadt erobern. Das weiß ich jetzt aber gerade noch nicht. Hier wollte ich irgendwann mal noch ein Schiffchen hinschicken, sobald wir es uns leisten können. Könnten wir eigentlich, ja, wobei nehmen brauchen wir erstmal noch nicht. Kostet gerade ein bisschen zu viel. So, aber mittlerweile bekommen wir doch einiges an Zaster, wie es aussieht. Ja, bauen wir hier mal noch so ein bisschen was an Einheiten hier. Ja, jetzt wird man da hinten gleich wieder angegriffen, fett. Ich bin ja gerade im Überlegen, ob ich kurz in Minas Morgul einfach irgendein komisches Belagerungsgerät bauen soll und es einfach kurz machen soll. Ah ne, die greifen wahrscheinlich hier bald meine Armee an. Gut, das können sie gerne machen, dann schaffen wir es dieses Mal, diese 97 Gegner da zu killen, hoffentlich. Ich meine, wenn man Minas Ithil, also Minas Morgul, was ja Minas Ithil ist meines Wissens, erobern würden, wäre das schon ziemlich geil. Jetzt bauen wir halt doch mal hier das Schiffchen. Ne? Der andere, jetzt bauen wir Straßen. Ja, die können wir irgendwie nicht wirklich fortbilden hier. Ja, hier können wir leider auch die nicht fortbilden eigentlich. Jetzt probieren wir das mal. Jetzt schicke ich die mal kurz hier rüber. Ne, können wir nicht fortbilden.
Naja gut, dann hat sich das halt auch erledigt. Sparen wir halt wenigstens ein bisschen Geld pro Runde. Lösen wir die auf. Ja, die 7 können hier gerne in der Stadt bleiben, die brauchen wir auch nicht so wirklich. Vielleicht können wir hier mal gerade diese 2 Einheiten rekrutieren. Ah, hier können wir jetzt übrigens Belagerungsgeräte bauen, fällt mir gerade auf. Aber ich würde doch gerne noch... Und nicht weiter upgraden das Ganze. Leider nicht. Okay, das ist blöd. Ja, dann holen wir uns hier mal noch so eine Einheit und dann vielleicht hier noch die. Dann können wir hier vielleicht tatsächlich, wobei so viele brauchen wir dann auch wieder nicht. Vielleicht die 2 Einheiten hier. So noch eine, so von jeder 1. So, und dann können wir dann hier vielleicht tatsächlich demnächst mal ein bisschen was vorbereiten. Hier möchte ich ein Schiff hinschicken, dass man hier nicht mehr rüber kann. Und dann können wir hier über Fanuilon hier reinmarschieren mal. Beziehungsweise, was wir vielleicht auch machen könnten, wäre einfach hier in Pelagir ein paar Truppen hinschicken und dann nach Ostithil hier hochlaufen, dann hier dicht machen und dann hier erstmal kurz Ostithilien erobern. Ja, aber ich beende jetzt mal kurz die Runde. Mal schauen, was da noch so passiert in dieser Runde hier. Achso, jetzt habe ich dieses Belagerungsgerät total verschnarcht, gell? Naja, nicht so wild. Okay, da kommen immer vom Schwarzen Tor kommen immer wieder neue Truppen. Wie es aussieht, aber das sind jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viele. Machen wir es mal so. Hier haben wir 2 neue Einheiten. Ich denke, die können wir gleich hier in die Armee schicken. Das trifft sich auf jeden Fall gut hier. Ja, jetzt haben wir gerade ein bisschen Geldknappheit. Aber wir bauen ja auch Truppen überall. Hier hinten sollte doch die eine Einheit jetzt auch bald fertiggestellt sein. Jawohl. Okay, die haben wir fortbilden können, das ist auch gut. Dann möchte ich hier mal bitte einmal nach Dol Amroth laufen, um diese Einheit hier fortzubilden. Und diese sollte dann gleich fertig sein. Ja, perfekt. Ich muss da noch die Steuern runterstellen, glaube ich. Können wir dann gleich machen. Wisst ihr jetzt, teilweise weiß ich nicht, wie ich einen Part nennen soll. Und dieses Mal habe ich sogar 2 Ideen. Wir könnten entweder Angriff da im Osten nennen, hier Minas Morgul Angriff, oder Angriff auf unter Westen erobert oder so. Eins von beiden, aber jetzt hat man hier in Henet Anun belagert. Das muss man uns überlegen, was wir machen. Ich denke, die Truppen aus Ostgiliad sollten reichen, um dieses Problem zu erledigen da. Ah, der Rad hat gefallen, okay. Natürlich nicht so toll. Sagen so ein paar Straßenschaden hier wieder nicht. Ja, die kann man fortbilden hier, das ist auch nicht schlecht. Ballisten würde ich gerne mal hier hoch nach Ostgiliad schicken. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die ganzen Truppen kurz raus und greifen hier vielleicht mal schön diese Armee an, das ist natürlich perfekt. Jetzt muss man erst dieses Problem hier erledigen. Ich glaube, das schaffen wir gerade erstmal noch nicht. Ja, aber die haben keine Belagerungsgeräte gebaut momentan. Auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen Bogenschützen könnten wir uns leisten vielleicht. So, dann schicke ich jetzt mal hier gleich schon mal 2 Einheiten Bogenschützen. Wenn wir uns das hier erlauben. Ja, vielleicht die 2 hier. Zum Bochum hier, das hätten wir vielleicht davor machen können. Jetzt sind wir hier in den scheiß Hinterhalt reingelaufen. Das ist natürlich perfekt.
Ja, ich meine, so viele Einheiten sind es nicht. Wir könnten hier eine Einheit rausziehen oder so. Und angreifen. Aber ich meine, solange die keine Belagerungsgeräte haben, ist das ja eigentlich noch gut machbar. Naja, möchte ich gerade mal gucken, was würde das denn hier geben? Das können wir schon machen, ne? Ah, ich weiß nicht so recht. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was hier weitergeht. Und ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich über Kommentare und Likes natürlich wie immer freuen. Und vergesst nicht, eure Google-Einstellungen zu ändern, dass ich euch auch antworten kann. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.